Hallo ihr Lieben, der Ritze heute wieder hier und heute gibt es ein schönes Lachs-Tatar mit einem Kartoffelrösti für euch und ich habe natürlich auch einen Gast dabei. Schauen wir mal. Ne? Also ihr Lieben, bleibt mal dran. Was machen Sie denn hier? Was machst denn du hier? Wer bist denn du überhaupt? Ich soll heute mich hier ums Saubermachen kümmern. Ums Saubermachen? Ja, die haben sie mir gesagt. Da gebe ich dir gleich mal hier die Flasche Fit hier noch rüber. Dann bin ich mal weg, weil... Das ist gar nicht mal so verkehrt. Die haben zu mir gesagt, ihr dürft eine ganz schöne Schweinerei produzieren. Das ist wohl nicht wahr, oder? Und jetzt eine Frechheit. Ich mach mal los. Irgendwie muss ich mal auf die Suche nach der Romy gehen. Hast du die gesehen zufällig? Nee, ich habe noch keinen gesehen. Ich war bis jetzt auf der Toilette. Gut, also dann bis später. So eine Schweinerei hier. Muss man sich wirklich um alles selber kümmern. Diebisch Köche. Kochen und vorbereiten tun sie. Aber sauber machen, das kann ich dann machen. Prost Mahlzeit. So, mein Gast heute ist die Romy. Die Romy ist ein Comedian aus Freiberg. Mhm, genau. Genau. Und aber erstmal erzähle ich euch, was es denn heute Leckeres gibt. Und dann werden wir natürlich der Romy ihre Geschichte mit verkochen. Oder? Das klingt gut. Klingt das gut? Ja, das klingt so gut. Machen wir das. Also, ein schönes Lachs-Tatar wird es geben mit Chili, mit Creme Fraiche, Zitrone, Limette. Und einem guten Olivenöl natürlich, frischen Dill, darf beim Lachs natürlich auch nicht fehlen. Und dazu gibt es den wunderbaren Schweizer Rösti, oder zwei oder drei und vielleicht auch noch ein großer, mal gucken. Genau, und einen Wildkräutersalat mit Cocktailtomaten und Avocado. Das wird im Prinzip unser Frühlingsgericht heute für unsere Zuschauer. Klingt lecker. Klingt lecker? Das klingt lecker. Das wird mega. Das wird mega. Ihr Lieben, erstmal noch vielen lieben Dank für die zahlreichen Kommentare über die Social-Media-Kanäle. Und ihr dürft auch gern einfach mal die Glocke drücken, weil dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr vom Rizzo, wenn er hier was Wunderbares für euch zubereitet. Romy, hast du vor uns die Klofrau da draußen gesehen? Ja, die ist mir aber über den Weg gelaufen. Die ist über den Weg gelaufen? Ja, die ist mir über den Weg gelaufen. Komischerweise. Also irgendwie kam sie mir bekannt vor, aber ich konnte sie noch nie einordnen. Du meinst, du kennst sie? Bist du schon mal begegnet? Ich bin ihr schon mal begegnet. Irgendwo bin ich ihr schon mal begegnet. Aber vielleicht kommen wir ja in der Folge hier noch dazu. Warum, wieso, weshalb? Das Motto an sich bei der Romy, so haben wir uns ja eigentlich, was heißt kennengelernt? Wir haben uns ja, wie gesagt, schon mal vorher gesehen oder gehört oder wie auch immer, aber du animierst Leute mit Humor, mit deinem Humor zum Lachen. Genau, das ist meine Herzensangelegenheit, Rizzo, Leute zum Lachen zu bringen und dass die selber in sich nochmal so spüren können, wo steckt mein eigener Humor und das aus sich rausbrechen können. Okay. Wichtig, also Lachen gehört heute absolut zu einem der Sachen, die man wirklich täglich, mehrmals, sollte man wie schon. Oft? Sollte man schon. Es kommt gleich nach dem Essen für die Glückshormone. Mhm. Definitiv. Machen wir auf jeden Fall noch, oder? Also Lachen wird heute unser Motto sein. An erster Stelle. Und wir haben ja auch so überall so ein bisschen versteckt, so ein paar kleine Smileys. Ich weiß auf jeden Fall, der Robert hat ihn auf der Jacke. Ne? Den zeige ich euch dann ganz einfach mal in der Story zwischendurch. Na? Gut, Romy, sicherlich ist Kartoffeln schälen nicht immer so die beliebteste Arbeit, aber das muss. Das muss und mit dem Lachen geht es umso schneller, was denkst du? Genau, und es ist natürlich auch trotz alledem eine meditative Arbeit. Mhm. Na, da kann man so ein bisschen in sich gehen, so den ein oder anderen neuen Gag sich einfallen lassen? Ja, Ideen können sprießen und ich habe mir gerade gedacht, vielleicht könnte ich auf dem einen oder anderen Kartoffel da
Was entdecken? Smiley-Gesicht entdecken. Ansonsten müssen wir ins Reinschnitzen. Kriegen wir hin, denke ich. Okay. Gut, also, Tommy, du erstmal Kartoffeln schälen, bitte. Geschält, dann quasi über die Reibe. Ne? Mhm. Bei einem klassischen Rösti kommt im Prinzip nichts anderes dazu, wie eine vorwiegend festkochende Kartoffel habe ich gewählt. Salz, Pfeffer, Muskat. Okay. Wir machen noch ein bisschen Thymian mit rein, weil er ganz gut mit dem Fisch harmoniert. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch Karotten rein, ihr könnt Sellerie mit reinmachen, ihr könnt Lauch mit reinmachen, ihr könnt Zwiebel mit reinmachen. Ne? Aber bitte kein Ei. Also der Schweizer macht in sein Rösti kein Ei rein. Mhm. Ne? Die Stärke, die in der Kartoffel drin ist, gibt die Bindung für den Rösti. Und das ist das Ausschlaggebende. Genau. Also, Feuer frei, oder? Geht los. Startlos. Mir fiel gerade ein, so. Ich bin ja auch Lach-Yoga-Lehrerin. Ah, okay. Und für alle, die vielleicht nicht so den Spaß am Kartoffeln schälen haben, die könnten eine Lachübung draus machen, indem sie die Kartoffel schälen und einfach dabei lachen. So. Und das Gute ist, Lachen steckt an, oder? Absolut. Ja. Bestes Beispiel sind die Babys, ne? Ja. Keine Kommunikation, aber lachen können sie und weinen. Richtig. Und wenn du die anschaust, na, automatisch, egal wo, ob du nur ein Bild siehst oder ob du das Baby live siehst, du fängst an mitzulachen. Selbst im Alltag das einfache Schmunzeln, also quasi selbst, wenn man im Auto unterwegs ist, mal bewusst zu lächeln, ist übelst entspannt und spielt sich auf dein Gemüt nieder, legt sich auf dein Gemüt nieder, dass du wirklich positiv in den Tag startest. Ha? Ich finde es geil. Gut, ich werde mich erstmal hier um das Lachs-Tatar kümmern. In der Hinsicht habe ich hier an der Fischtheke heute wieder ein schönes, frisches Lachsfilet bekommen. Natürlich mit Haut. Und die Haut hat natürlich hier in unserem Tatar nichts zu suchen. Deswegen werden wir als erstes mal hier das Filet von der Haut ziehen. Und zwar den Lachs von der Haut zu ziehen, machen wir hier hinten am Schwanzstück erstmal einen Schnitt, 45 Grad Winkel, und halten im Prinzip die Haut richtig schön straff auf dem Brett, das ist wichtig. Und dann mit einem scharfen Messer natürlich ziehen wir die Haut richtig schön straff übers Brett und dann schneiden wir mit einem Schnitt, leichter Bewegung des Messers, immer schön in dem 45 Grad Winkel direkt auf der Haut lang, bis wir ganz am Ende angekommen sind. Nehmen die Haut weg, da kann man sich noch eine schöne Handtasche draus basteln, wenn man das möchte. So, dann drehen wir uns das Lachsfilet um und dann seht ihr im Prinzip hier so die braunen, weißen Stellen. Das ist im Prinzip hier der Fischtran und der hat natürlich hier in der Hinsicht in unserem Tatar nichts zu suchen. Das heißt, wir schneiden den raus, dann machen wir hier einen wunderbaren Keilschnitt. Gibt es da was zum Lachen? Hier den Keilschnitt erstmal. Das ist die Seitenlinie des Fisches, also ein Organ, ein Sinnesorgan des Fisches. Den schneiden wir hier ganz einfach weg und diese braunen Stellen schneidet bitte auch mit raus. Hier nochmal halbiert. So, weiter geht's jetzt beim Lachs und zwar werden wir den hier richtig schön in kleine Würfelchen schneiden. Das heißt, erstmal hier der Länge nach in Streifen. Und dann schneiden wir hier den Lachs in schöne kleine Würfelchen. So, Lachs ist geschnitten in Würfel. Du bist ja auch fast fertig mit deinen Kartoffeln. Ich hab's gleich geschafft. Und Robby, ich glaube, mir ist eingefallen, wo wir uns schon mal gesehen haben. Ja? Erzähl, jetzt bin ich neugierig. Die Klofrau, die vor uns da war, ne? Ich bin gespannt. Ja, es war mal so eine Veranstaltung auf jeden Fall im Paparazzi und ich glaube zu meinen, dass du
da schon als Show-Act dabei warst, oder? Bist ganz nah dran. Ich gebe dir 100 Punkte. Okay. Genau. Also ist das im Prinzip eine deiner Charaktere, genau. Charaktere, genau. Erzähl mal ein bisschen, Romy, was, erstens, was, wie bist du dazu gekommen? Ne? Wie bist du auf die Idee gekommen, ich sag jetzt mal, Comedy zu machen? Wenn du bist ja eine lebenslustige Frau? Nehme ich mal so an, ja. Also so machst du mir einen Anschein auf jeden Fall. Und irgendwas musste dich ja dazu bewegt haben, zu sagen, okay, das mache ich jetzt. Also das ist damals die Silberhochzeit meiner Eltern gewesen. Und ich wollte meinen Eltern eine Freude bereiten und wollte natürlich auch die Gäste unterhalten. Und da habe ich von einer Bekannten aus dem Ort, habe ich da ein Gedicht bekommen. Und das war im Prinzip die Scheißhaus-Elli, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Aus der dann die Klofrau-Elli entstanden ist. Und das habe ich auswendig gelernt, habe es vorgeführt, habe noch ein bisschen was drumherum gebaut, ein kleines Programm, also so Proper Enten. Ja, und dann ging das im Prinzip so los, dass ich dann zuerst in der Verwandtschaft die immer wieder aufgeführt habe, die Klofrau. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, wissen, wenn ich so die anderen zum Lachen gebracht habe, dass das immer größer geworden ist, das Programm, dass das sich ausgebaut hat. Und irgendwann kam dann eine verrückte Rheinländerin auf die Idee, ich könnte das mal so mal ganz vielen Menschen zeigen und immer wieder. Und da hat die mich gebucht und ja, und so ist das dann entstanden. Da hat aus der Gesellschaft heraus haben mich dann andere Personen gefragt, ob ich die Veranstaltung, sag mal, so unterhalten könnte. Bin dann letztendlich im Trakehnerhof Großwaltersdorf gelandet. Okay, sagt mir was. Genau. Und dort bin ich dann so gut wie jedes Wochenende immer gebucht worden. Also ich gehörte so zum Inventar vom Trakehnerhof. Ist heute noch so. Cool. Ich gehöre, also so vom Gefühl her, ne? Sehr familiär. Und ja, genau. Und dann hat mir natürlich so die eine Person nicht mehr gereicht, also der eine Charakter. Und dann habe ich noch andere Charaktere entwickelt. Ich habe noch so die kleine Pisa, die lieber früh schlau statt früh reif ist. Dann habe ich die Nachbarin Brigitte, die über Nachbarszaun, sag mal, quatscht und nichts für sich behalten kann. Was habe ich noch? Eine Jugendliebe habe ich noch, die ist auch ganz cool, die kommt ja. So zum Schrecken der Männer taucht die auf und verschwindet auch so schnell wieder. Die Weihnachtsfrau habe ich noch, die natürlich nur in der Weihnachtszeit kommen kann und so eine deftige Bauersfrau, die Isolde, die letztendlich einer wollte. Okay. Lachs-Tatar. Lachs-Tatar, da kommt jetzt dazu im Prinzip Creme Fraiche, Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb, Zitronensaft, Limettenabrieb und Limettensaft, Olivenöl, gehackter Dill und, was habe ich noch, die Cayenne-Schote. Um so leichten, kleinen, spicy Touch mit reinzugeben. Fangen wir ganz einfach mal an hier mit der Creme Fraiche. Einfach mal hier so 3 Esslöffel auf die Menge. Dann geben wir dazu gutes Olivenöl. Alessio, Grüße gehen raus. Dann Abrieb einer Zitrone. Ich muss aufpassen, dass ich das Papier nicht mit reinreibe, oder? So, das macht das Ganze richtig schön frisch. Limette. Und wie ist es bei dir so, Romy, im normalen Leben? Ich sag mal so, du bist ja nicht die Klofrau, du bist die Romy. Was machst du im normalen Leben eigentlich? Ich lache gern. Nee, das war jetzt mal so nebenbei. Also ich bin ja noch Humortrainerin und Lach-Yoga-Lehrerin. Okay.
das hat sich daraus entwickelt, aus dem Comedy-Bereich halt, weil ich dachte, oh, ich brauche noch so ein bisschen Hintergrundwissen und habe mich dann so in diese Ausbildung da reingekniet, was mir so viel Hintergrundwissen über so die ganzen Abläufe im Körper und natürlich allgemein von den Wirkungen von Lachen noch, sagen wir mal, beigebracht hat. Und zurzeit bin ich noch an einer Schule als Schulbegleiterin tätig, was mir auch unheimlich viel Freude bereitet. Also du arbeitest auch mit Kindern zusammen? Genau. Da merke ich natürlich auch, so wie wichtig das Lachen ist. Also so für Motivation und Konzentration. Und hast du gewusst, dass man beim Lachen nie denken kann? Jetzt, wo du es sagst. Und das macht deinen Kopf frei, ne? So relativ schnell. Ich sag mal, das ist die schnellste Entspannungsmethode und das kann dir natürlich auch helfen, so wieder neue Ideen zu kriegen. Ne? Das ist halt der Punkt, ne? Viele Leute denken viel zu viel nach. Einfach mal wirklich, ja, dann müsste man theoretisch sich mal hinsetzen und dauerhaft 5 Minuten lachen. Mhm. Und kommt dann wahrscheinlich in eine meditative Phase, wo man quasi so richtig schön auch entspannen kann halt. Ja, das ist ja, also beim Lachen, ne, werden die Muskeln schon angespannt. Und wenn du dann aber hinterher, wenn das Lachen sich wieder löst, ne, dann findet die Entspannung statt. Okay. Also das merkt man ja auch. Ne? Also wenn du lachst, bist du so ein bisschen in einer Spannung drin. Und wenn du dann fertig bist, also wenn du ausgelacht hast, dann ist das für dich so, weiß nicht, so alles wie, als würde alles von den Schultern fallen. Ne? So fühlt sich das leicht an. Und die Kurse bietest du auch an, oder? Genau, also zurzeit natürlich nur online, weil es noch nie anders geht. Ja. Und ansonsten natürlich auch Lachwanderungen in Freiberg oder wenn es gewünscht wird, auch woanders. Ist natürlich auch eine schöne Sache, hat man Bewegung an der frischen Luft. Ich liebe es natürlich im Wald lachen. Zu gehen. Aber nie im Keller, oder? Nee. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, eine Firma zu gründen, weißt du, zum Lachen in den Keller. Du, also es gibt so viele Menschen auf diesem Planeten, die das wirklich tun, wahrscheinlich. Lachen ist, ja, sollte man wirklich viel, viel mehr machen. Also wenn man mal wirklich in der Gegend rumschaut, so tagtäglich, und die Leute halt so ein bisschen beobachtet, die sind halt alle sehr, sehr gestresst oder wie auch immer. Dann die mal ein bisschen zum Lachen animieren, das wäre schon so eine schöne Aufgabe. Und ich denke mal, das wird so deine Aufgabe sein, oder? Das hast du dir so als deine Aufgabe gesetzt, oder? Ja, so mein Herzensprojekt, muss ich dir sagen. Das ist, weißt du, ich habe ja immer gedacht, oder ich bin mir ja sicher und weiß es auch, dass ich ein Mensch bin, der gerne lacht und viel lacht, ne? Und als ich aber meine Ausbildung gemacht habe zum Lach-Yoga-Trainer und dann zur Lach-Yoga-Lehrerin, habe ich so gemerkt, da hast du ja wirklich so mehrere Tage hintereinander, ne, ständig Lachübungen gemacht. Und habe ich gesagt, ey, es geht noch mehr. Es geht einfach noch mehr und man kann das auch trainieren. Und wenn man das trainiert, dieses Lachen, fällt dir das mehr und mehr leichter. Also du kommst viel schneller in so einen Modus rein, wo du über irgendwas schmunzelst, lachst. Und das ist ja die Entspannung auch. Ne? Da wird die Cortisolproduktion wird im Körper gestoppt oder gesenkt, ne, reduziert. Und dafür produzierst du Glückshormone. Oh, wie herrlich. Beim Essen. Herrlich, herrlich. Da passt das gut zusammen. Also Essen und Lachen ist so, sind so zwei Dinge im alltäglichen Leben, die man definitiv zelebrieren sollte. Ja. Ja. Und selbst ein Lachs-Tatar geht dann nicht mehr schief. Nee. Ne? Erstmal köstlich. Und dann sage ich, was ich reingemacht habe. Ich glaube, du musst mal gucken, ob du ein Pflaster für mich findest. Ich habe meine. Hast du dich eingesäbelt? Mhm. Du hast wahrscheinlich ganz gutes hier, scharfes. Du wirst lachen. Ich habe mich letzte Woche auch gesäbelt hier. Ich konnte da nie lachen, das tat richtig schwer. Eine ganze Woche lang. So, Pflaster. Schauen wir mal hier in meinen. Okay, also, Lachs-Tatar. Werden wir jetzt hier nochmal abschmecken. Kommi. Oh, wow.
Also nochmal ganz kurz in der Zusammenfassung. Der Lachs, richtig schön klein gewürfelt, Creme fraiche, Bergkernsalz, eine gute Pfeffermischung, ihr wisst welche, Zitronenabrieb, Limettenabrieb, Zitronensaft, Limettensaft, Olivenöl, bisschen Chili, gehackter Dill und eine Spur Liebe, ja, gehört immer dazu. Und ich muss ganz einfach schon gestehen, Romy, oder? Vielleicht noch ein bisschen Freshness, wir lassen den erstmal kurz stehen. Perfekt. Ein bisschen Frische, aber gleich auf Anhieb, gleich so, das Ding zu rocken. Leute, Rizzo kocht für euch, mit euch. Genau, also stellen wir mal beiseite. Jetzt hatte ich gesagt, für die Röstimasse, Salz, nehmen wir hier das gute Bergkernsalz, ne? Und da kannst du ruhig mal so ein Schäufelchen da reinmachen. Oder am besten drei davon. Was würdest denn du machen? Du machst ja auch Klitscher zu Hause bestimmt ab und zu mal, oder? Naja, weniger. Ich gehe sie lieber zu meiner Mutter essen. Okay, was gibt's da dazu? Na, entweder Apfelmus, also so ein bisschen was Süßes, ne? Ja, etwas Süßes, ja. Genau. Apfelmus oder also nur Zucker kenne ich, aber ich mag es auch gerne mal mit so einem Dip. Ich mag es so gerne herzhaft. Ja. Es kommt immer ein bisschen drauf an, weil, also das sind ja Röstis und ich komme ja aus dem Erzgebirge, da die Klitscher, ne? Richtig. Wo dann noch Quark mit drin ist und die in Leinöl ausgebraten werden, das ist nochmal eine andere. Eine andere Geschichte, genau, eine andere Geschichte. Ja. Das Muskat, okay, ja. Magst du? Vorsicht, ja, Reibe, ne? Ja, okay. Die ist auch scharf. Genau, und Pfeffer. Okay. Den hast du ja auch schon mal probiert, ne? Ja, den finde ich super. Steht du bei mir jetzt zu Hause in der Küche, auch das Bergsalz. Könnte ich mal Fotoshooting machen? Ja. Reicht das vom Muskat, denkst du? Ich denke schon. Eine ganze ist tödlich. Mhm. Eine halbe könnte vielleicht auch zum Lachen animieren. Aber wahrscheinlich für denjenigen, der sie verabreicht hat. Okay, ist Muskat tödlich? Ja. Aha. Aber wer will schon eine ganze Muskatnuss essen, oder? Nee. Im Ganzen schon gar nicht? Niemand. Ja, jetzt geben wir hier noch ein bisschen Thymianblättchen dazu. Frischer Thymian. Lecker, oder? Mag ich auch. Fehlen. So, jetzt hier Pfanne aufgestellt zum Ausbacken unserer Röstis. Du rührst das mal mit ordentlich ein bisschen. Genau, du kannst so Handschuhe anziehen, wenn du magst. Mhm. Nur wenn du magst. Hier nehme ich jetzt zum Ausbacken im Endeffekt ein Sonnenblumenöl, nee, das ist ein Rapsöl, aber ich habe heute ein Sonnenblumenöl mitgebracht. Auf jeden Fall ein Öl, was einen hohen Rauchpunkt hat, weil wir natürlich hier eine höhere Temperatur erzeugen beim Ausbacken, weil wir möchten ihn natürlich goldbraun gebacken haben. Und wir möchten natürlich unsere Röstis ein bisschen in Form bringen, ne? Das heißt, wir nehmen uns hier so einen Ring, warten natürlich, bis erstmal hier die Temperatur erreicht ist. Und dann drücken wir das so ein bisschen aus, den Rösti, machen die Masse hier rein, natürlich nie bis ganz hier hoch, ne, das ist klar, sondern ich sag mal so, die sollen schon so eine Stärke haben. In der Zwischenzeit werde ich mal den Ofen vorheizen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal hier so ein Bällchen. Guck mal, reicht das schon? Oder hättest du gerne noch mehr? Ne, das passt. Dann nehmen wir uns hier noch in. Drücken den ein bisschen an, ne? So. Und dann kommt der nächste rein.
Jetzt machen wir die Lüftung an. Genau, super. Also Schweizer Röstchen ohne Ei, das sowas habe ich noch nie gemacht. Ja. Das ist jetzt meine Premiere. Also ich war ja selber in der Schweiz gewesen, dort habe ich auf dem Entremetier gearbeitet, das heißt auf dem Gemüse- und Beilagenposten. Mhm. Und dort ging natürlich gefühlt, keine Ahnung, 100.000 Röstis bestimmt. Nein, weiß ich nicht. Also Zahlen kann ich euch da hier keine mehr nennen, aber es war auf jeden Fall eine Menge. Und es war echt wirklich eine Challenge. Ne? Das war auch nie einfach, auch die richtige Farbe für den Schweizer Küchenchef zu treffen. Ne? Der muss halt wirklich goldbraun gebacken sein, schön außenrum kross, innen drinne saftig. Also das war schon eine Herausforderung. Nee, einfach mal so einen Kartoffelpuffer backen, ne? Okay. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen rein, oder? Was meinst denn du? Müsste eigentlich machbar sein, ne? So, hier, schau mal. Das sieht aber schon gut aus, hä? Aber der ist ja bei Weitem noch nicht fertig, ne? Backen den jetzt hier erstmal so ein bisschen an. Wenn ich jetzt natürlich zu Hause den Ring nicht habe, ne? Wollen wir das mal zeigen, wie man das auch machen kann? Rein? Und zwar legst du einfach rein, genau. Drückst den so ein bisschen an. Also das machst du dann auch mit einer Palette. Und bringst den halt hier mit der Palette dementsprechend schön in Form. Grafik, Design und Kunst beim Essen. Naja, das Auge isst ja immer ein bisschen mit. Ne? Also wenn ich es mal wirklich schön machen will, dann mache ich es natürlich mit dem Ring. Dann ist es dann viel einfacher. Und habe natürlich auch alle Röstis in einer Form halt. Ne? Jetzt können wir eins machen, Romy. Jetzt tun wir im Prinzip die wir hier haben, wahrscheinlich in eine größere Schüssel rein. Und hängen die einfach ins Sieb. Ich mache das immer auch so gerne, dass man die im Uhrzeigersinn einlegt. Ne? Ja. Auch wenn ich andere Sachen brate, immer im Uhrzeigersinn, dann weiß ich nämlich, welchen ich als nächstes wenden muss. Weil der ist der letzte und das war der erste. Ne? Mache ich zu Hause auch so. Machst du auch so? Ja, ja. Also wenn du das so nix, sagst, wenn du das... Erzähle ich dir nichts Neues. Nee. Wunderbar. So, dann stelle ich uns mal zusammen, was wir hier für unsere Vinaigrette brauchen. Den letzten lasse ich jetzt noch ein bisschen. Hm? Genau, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Öl. Ein bisschen mehr Öl wieder. Ja, die Kartoffel saugt natürlich auch auf. So, wir brauchen Honey. Also ein bisschen Honig. Ein Essig. Olivenöl. Zitronensaft, Limettensaft, eine Schüssel. So ihr Lieben, jetzt nehmen wir hier unseren flüssigen Honig. Hey! Schaut her, wie er läuft in Konradsdorf. Genau. Also rein damit. Dann geben wir einen kleinen Schuss Essig. Ich habe hier einen Apfelessig. Salz und Pfeffer. Gute Oh, Robert, guck mal hier, ey. Ah, es könnte auch der Longus sein. Also ein bisschen Pfeffer. Was war's denn? Ein Stück Fahrradkette, oder? Gut, also ein bisschen Zitronensaft noch. Oh, da war ein Kern dabei, oder? Naja, den kriegt der Robert dann. So, ein bisschen Limettensaft. Jetzt rühren wir die ganze Sache. So, ich würde ja sagen,
Romy, du durftest auf deinem Brett jetzt die Tomaten schneiden, aber du hast gar keinen Platz. Nee, ich glaube, ich muss erst mal aufräumen. Wir machen das so hier, das hier rüber, das hier dahin. Also, wir sind stehen geblieben. Honig, Essig, Salz, also Bergkernsalz, Pfeffermischung, Limettensaft, Zitronensaft. Und jetzt zum Schluss geben wir erst das Öl dazu. Nur so viel, dass eine schöne Emulsion entsteht, dass wir ein schönes cremiges Dressing hinbekommen. So soll es sein. Kurz probiert, beiseite gestellt, für gut befunden, fertig. Hier kann man jetzt natürlich noch frische Kräuter dazu geben, Petersilie, ein bisschen Minze vielleicht sogar, wenn man das möchte. So wie man zur Verfügung hat oder wie eben halt auch der Geschmack des jemanden, des jeweiligen ist, der das Dressing zubereitet. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Gut, der Rösti läuft. Jetzt haben wir noch die Tomaten auf der Agenda. Die waschen wir noch schnell ab. Die werden wir halbieren. Und das Büffel, das Büffelsei. Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Nennt man wirklich so. Ja? Die Azteken haben dazu gesagt, das wäre ein Büffelei. Mhm. Also, Tomaten waschen, Salat ist fertig. Und dann heißt es schon langsam anrichten. Ein Messer. Okay. Avocado. Hm? Als Tipp, immer den Bibus. Den Bibus nehmen wir weg. Immer quasi ringsrum schneiden. Genau. Butterweich. Butterweich, das soll es sein. Und immer ringsrum bin. Genau, aufdrehen. Überraschung. Ja, wunderbar. Das ist auch immer eine Überraschung, ja. Überraschung, genau. Also und dann nimmst du die mit dem Löffel raus. Ja? Den Kern kannst du gleich mit hier reinmachen. Weil gerade wenn wir Avocados verarbeiten, empfehle ich euch ganz einmal wirklich den Kern mit drin zu lassen im Avocadofleisch, weil der ganz einfach verhindert, dass die Avocado bräunt. Viele geben immer noch zu viel Zitronensaft dazu. Übersäuert natürlich dort die Avocado. Lieber wirklich den Kern drin lassen, der unterbricht die ganze Nummer. Mhm. Okay. Das heißt, die schneiden wir auch kurz vorm Ende erst auf. Und zwar machen wir einfach bloß halbieren und dann in Streifen schneiden und geben die zu unserem Salat dazu. Die Tomaten nimmst du einfach daher hier von der Rispe runter und die schneiden wir am Äquator lang. Also nicht so. Schön am Äquator lang. Immer in der Mitte durch. Hat ein schöneres Schnittbild. Okay. Wisst du denn jetzt? Jetzt muss ich rübergehen, oder? Soll ich rausgehen? Also, ich vertraue dir ja, ne? Wer so viel Erfahrung hat wie du im Kochen. Aber ich wollte die Küche heute nicht wissen. Ich probiere es jetzt einfach. Ich habe draußen eine Katze gesehen. Also, normalerweise brauchst du die Küche nicht wissen. Und die Klofrau. So, Achtung, Robert. Wenn es nicht ist, nimmst du es raus, ne? Die Eddy könnte ja dann putzen kommen. Ja, wollen wir dich mal anrufen? Auf die Plätze, mal machen, fertig. Ja. Auf die Plätze, fertig. Los. Also im Lach-Yoga würde ich jetzt machen. Sehr gut, sehr gut. Yeah! Sehr gut, bam. Sehr gut. Yeah! Ist geschafft, Chaka. Also, los geht's. Anrichten. Wir brauchen jetzt nochmal bitte eine kleine Porzellanschüssel aus der Regie. Klein, habe ich gesagt. Danke, Regie. Wunderbar. Dort machen wir die Tomaten rein. Bist du versetzt? Schön in die Mitte. In die Mitte? Jawohl. Okay, jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Genau. So, jetzt setzen wir uns hier. Okay. Das da oben drauf. Das schieben wir wieder rein. Genau.
Und ich werde mich mal um den Salat kümmern. Das heißt, geben wir hier schön von dem Wildkräutersalat. Das sind die Schale. Ein paar Tomaten dazu. Guck mal, reicht das so oder hättest du gerne noch? Das reicht. Und dann einfach nur abheben? Genau, vorsichtig hochziehen. Dann geben wir hier schön etwas von dem Dressing drüber. Wunderbärchen. So, wir machen jetzt hier mit viel Liebe den Salat. Ein bisschen an, also wir machen den heiß, wir machen den an. Ne? Vielleicht will der lachen. Magst du auf die anderen zwei auch noch welche drauf machen? Gerne. So, jetzt machen wir hier den Salat dazwischen. Du kannst die Kresse da aus der Schale noch rausnehmen, Romy. Und schneidest die der Länge nach so ein bisschen runter. Nimmst dir einfach das Messer, also zieh sie aus der Pappschachtel raus. Genau, und schneidest die in der Länge nach so ein bisschen ab. Bei Edeka. Geköpft, so. Guck an. Genau, und die kannst du jetzt hier so ein bisschen so ein Wild drüber machen. Noch etwas? Sehr gut. So soll es sein. Der Kresse steckt da bestimmt auch allerhand Gutes drin, ne? Nur gute Sachen. Das ist eine Radieschenkresse, ist das? Hast du die mal probiert? Ich mag die zum Beispiel auf einem schönen, frisch gebackenen Brot von der Anke zum Beispiel. Ja. Schön mit Butter, ein bisschen Salz. Mhm. Also hier ist Bergkernsalz, ne? Weiß man ja. Mhm. Und dann frische Kresse drauf. Mhm. Du, ich habe jetzt vor kurzem bei der Anke Faltenbrot gegessen. Okay. War eine interessante Sache und war gut geschmeckt, war lecker, fein. Hat ja auch immer gute Ideen. Ne? Dann werde ich die Anke mal anrufen und zum Rezept fragen. Ja. So, jetzt kommt noch die Niki mit zu uns. Niki hat wieder was ganz Tolles. Ganz Tolles, Harmonisches. Ja. Als hättest du es geahnt, gewusst? Geahnt. Immer. Niki, was hast du denn Schönes gemacht heute? Also ich habe heute auch nochmal eine Form von einem Schiffchen, eine kleine Tischdeko mit dazu gesteckt. Farblich passend dann auch zum Lachs mit dazu, mit frischen, frühlingsfrischen Farben in den Tönen, mit Tulpen, Kirschzweigen, alles drin, was einfach so jetzt den Frühling auch rauskitzelt. Passt wieder fast aufs Auge, Topf, na klar. Deckel auf Topf. Arsch auf Eimer. Genau. Also ihr Lieben, Blumen, wisst ihr Bescheid? Na klar. Und ab bei der Niki, ne? Geht wieder los. Lach-Yoga. Machen wir bei Romy. Mhm. Denkt dran, jeden Morgen schön in den Spiegel reinlächeln. Bringt auf jeden Fall positive Vibes. Und für nächste Veranstaltung, für die Unterhaltung als kulturelle Fachkraft. Genau, einfach bei der Romy vorbeischauen und ganz einfach die Romy buchen. Genau, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auf jeden Fall wieder, und zwar nächste Woche. Mit dem Robert hinter der Kamera. Wir freuen uns schon riesig drauf und verabschieden uns mit einem Lächeln, oder? Genau. Ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.